Hi, auch hier? Wie geht's? So sagen wir. Wer kennt den Turm? Kannten wir bis eben auch noch nicht den Turm, oder? Ne? Wo sind wir hier? In Wiesbaden. In Wiesbaden sind wir, und zwar auf dem Gravity Trail Schläferskopf. Schläferskopf, ne? Den wollen wir uns heute mal ansehen. Das Geile ist nämlich, der hat das ganze Jahr über auf, stimmt's? Mhm. Ja, ja. Deswegen sind wir auch hier im Frühjahr, im Winter da. Wir sind ein bisschen hochgestrampelt, gute halbe Stunde war das jetzt vom Parkplatz bis hier oben Stunde, hin. 4 Kilometer circa. Ich glaube, ich habe 3. Ja, bei mir am Tag steht 4. Ja. Ich glaube, geht auch 200 Meter nach oben oder so. Mal gucken. Mal sehen, wie viele Abfahrten wir heute schaffen. Und für die Leute, die unser Gesammel auf den Sack geht oder unsere Späßchen oder sowas, für die habe ich auch noch einen Trailcheck gemacht. Den verlinke ich mal hier oben irgendwo. Da könnt ihr dann ohne Gesammel nur euch den Trail angucken. Mit Trailgesammel. Ja? Ich weiß nicht. So, Startpunkt. Ja, sieht hübsch aus. Machen wir. Hiermit. Moment, das sind alles Tables, ne? Da vorne, ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Keine Ahnung, ich bin auch noch nie hier gewesen. Viel Spaß. Oh Gott, was ist das hier? What do you do this here? What is. Oh, man. Oh, Junge, da fällt der Gang nach dem Gebiet. Es geht bergab. Im dritten 4, 5, 6, 7. Ich denke, der sollte geil sein. 5, 6, er zählt die Dinger ab, merkt ihr das? Ja. Aber einen hat er recht. Man könnte nämlich. Ja, du machst einfach. Ja, der ist gut. Jetzt rutscht mir die Brille nach unten. Sehr geil. Wir fahren den Abschnitt aber noch zu Ende hier. Guck mal, der wieder weggejagt. Oh, das haben wir nicht verpasst hier. Und ist er da? Alles klar. Oh ja, du hast recht. Gut. Okay. Wow. Ja. Seht ihr. Ah, ich komme die Schaltstelle wieder mit dem Stein. Ist schon wieder hängen geblieben. Der Sprung ist auf jeden Fall geil. Du bist wunderhübsch geflogen. Dankeschön. Schon wieder die Brille unten im Gesicht. Was ist denn da los? Boah. Der war gut. Oh, geil. Oh, fuck. Falsche Leine. Oh, wow. Oh, sehr fein. Oh, ich habe den jetzt mal enger gemacht. Bis die ganze Zeit die Brille in die Nase gerutscht. Nach unten gerutscht. Also, im Frühjahr sitzt noch nicht alles. Abschnitt 3 und 4. Abschnitt 3 und 4, genau. Fabi und Holzi war hier. So, den habe ich schon mal nicht mitgenommen. Schneide ich raus. Also manchmal ist es dran vorbeifahren schwieriger als drüber fahren, glaube ich. Das ist.
interessante Bodenverhältnisse. Was haben wir jetzt schon wieder? Achso, man sollte natürlich nicht mitten im Trail stehen bleiben. Wir sind zwar heute komplett alleine hier, aber man weiß ja nie. Und es macht wirklich Sinn, also wenn man das Ganze noch nicht kennt, das Ganze hier mal sich anzugucken, bevor man da blind drüber springt. Bei den kleineren Sachen ist das nicht so dramatisch, aber sowas sollte man schon vorher angeguckt haben. Vor allen Dingen, wenn kein Profi, kein Local dabei ist, der einen zieht. Wow. Schön gesprungen. Ah, der war knapp. Platz. Da steht die kleine Ente. Jo, Schluck trinken oder geht's weiter? Ach, das Schluck, die Gabel kann ich mir zur Hälfte. Was geht jetzt ab? Ja, ich bin auf Film, das mag ich hier öfters. Ja, gesponsert vom Car Classic. Teegetränk mit Zitronengeschmack. Schön ungesund. Ja, ja. Wie fandst du es bis jetzt? Zweimal sind wir so runter. Geil. Sehr geil. Nur meine Frisur ist irgendwie gerade ein bisschen kurz. Habe ich auch Frisur? Ich weiß nicht. Ich kann nur mal gucken. Ja, deine Haare sind ja schön kurz, aber bei mir ist ja überall. Hell. Also du denkst, ich trinke das hier. Schön Zucker, das ist immer wichtig. Schön Zucker, ey. Jetzt merkst du es wieder. Das Spiel, aber das kommt nicht von hier. Das kommt von hier. Irgendein Lager, der ist los. Ist das, weil der Hüpfel ist? Das wäre natürlich nicht geil. Hüpfel hast du einen Lagerschaden. Das sowieso. Das Hochfahren geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Pfiff. Weil das einfach so lang ist. Eine halbe Stunde ist das Hochfahren. Ja, eben. Und keine Ahnung, 15 Minuten das Spiel runter. Wir fahren jetzt nur bis zur Hälfte hoch. Oder zwischen Abschnitt 4 und 3, ne? 3 und 4. Ja, 3 und 4 ist auch hier. Zwischen Abschnitt 4 und 3 fahren wir jetzt hin, weil da ist das Werkzeugstuhl. Weil der Fabi, der hat, ja, der hat ein Schwinglager ja, locker. Und ja, da wir nur ein Multitool dabei haben und du dafür aber einen Imbus gegensetzen musst, müssen wir jetzt mal zu dieser Toolbox fahren und hoffen, dass die richtige Größe dabei ist. Nicht wahr? Bitte was? Nicht wahr? Wir hoffen, dass die richtige Größe dabei ist. Ne? Ich hoffe es, ja. Ja, und wenn nicht? Weiß nicht, dann nicht. Also werde ich die großen Sprünge auf jeden Fall nicht machen. Dann fährt er keine großen Sprünge mehr. Pussy. Pussy. Ja, das ist das Werkzeug. Das Werkzeug, okay. Ja, dann gucken wir mal. Was? So, guck, hier siehst du diesen Abstand. Du siehst den Abstand. Guck mal, das ist fast ein Millimeter Spiel. Oh, ey, wenn das nicht mal anderthalb sind, du. Ich glaube, es sind anderthalb. Ja, das dürften sogar schon fast 10 sein. Alter,
Jawohl. Hoffen wir, dass es lose ist. Ne, sind die Lager. Ja, sind die Lager, die verschlissen sind. Dass die Schraube ist fest. Da geht nichts. Scheiße. Und jetzt werde ich die großen Sprünge auf jeden Fall nicht machen. Warum? Weil ich keinen Bock habe, gleich zwei Reifen getrennt voneinander zu haben. Willst du vorfahren? Wenn du nicht drängelst. Nee, ich fahre jetzt, denke ich, was langsamer. Sehr schön. Ah, okay, den hat er jetzt nicht, aber muss er ja auch nicht. Da kleben wir wieder an. Übelst schnell in den Anliegern. Das macht so Bock, die zu doublen irgendwie. Das war ja voll der Hip. Das war ein Hip. Das war knapp. Irgendwie war der nicht gerade gesprungen. War ein Hip. Du bist quer gesprungen. Von der Abfahrt fix und fertig. Ist jetzt die letzte Abfahrt? Bitte? Letzte Abfahrt oder fahren wir dann auch nochmal hoch? Ich weiß nicht, wie das von der Zeit ist und so. Mal gucken. Die Sonne geht unter. Ich denke mal, wir dürften jetzt 16 Uhr haben, oder? Oh oh. Was denn? Medizinischer Notfall? Nein. Okay. Ja, wir haben 4:15. Ja. Medizinischer Notfall, meine Fresse. Also ich denke nicht, dass es komplett letzte Abfahrt ist. Das geht schon. Die Hälfte schaffen wir auf jeden Fall nochmal hoch, oder? Also von hier können wir. Ja, ich muss gerade mal meinen Fuß umsetzen. So, jetzt. Wo sind wir? Da geht's lang, okay. Ich mag diesen Auslauf hier nicht, weil ich immer gegen diesen Stein da knalle. Wo geht's lang? Da geht's lang. Boah. Woo!
Hier bin ich eben fast gegen den Baum. Wow. Ja. Sehr geil. Ich habe kurz meinen Arsch gespürt gehabt auf dem Hinterreifen. Wahnsinn! Das war mal geil! Affengeil! Bam! Boah! Voll am Zintern! Ah, wie geil! Das ist echt mal Adrenalin pur, ey! Boah! Was für ein geiles Fahrrad, ey! Ah! Mich, meins klappert ein bisschen! Boah. Mega! Das muss ich mir doch wieder die Fahrer dran machen. Besser wär's. Letzte Abfahrt. Bitte? Letzte Abfahrt. Ich trau mich den noch nicht zu springen. Obwohl Fabian mehrfach jetzt mir erklärt hat, dass man den einfach nur überrollen muss. Aber überall, wo ein Loch im Sprung ist, springe ich nicht. Hier bin ich immer zu langsam. Warum eigentlich? Weil du den fahren kannst, Junge. Ach so. Das war's schon fast. Er fährt die Großen gar nicht mehr. Show, da ist die Schubkarre. Ja, dein Ton. Ja, ich habe mich aufgepasst. Schau, ich habe gerade gesehen, der voll den fetten Matschfleck da drauf gehabt. Ich hoffe, ihr hattet den nicht so lange da drauf jetzt. Aber schon mal gucken, wie ich die Videos da mache. Ja, ich hoffe das wirklich sehr, ja. Boah, so ein Scheiß. Ist gar nicht matschig gewesen, deswegen habe ich da gar nicht drauf geachtet. Naja. Also falls ihr die ganze Zeit halt nur Matschfleck auf der Linse hat, war ein schöner Trail. War ein cooler Trail. Pass auf, ich bin ganz am Anfang drauf gekommen, ne? Ne, ich hatte das schon zwischendurch mal in der Hand. So, Schläferskopf warme. Wiesbaden, bei Wiesbaden. War geil. Sehr geil.
Jetzt. Kaputt. Ja, kaputt. So, wir sagen schön, ne? Adios. Wir sind ganz schön platt. Fahren jetzt noch gute anderthalb Stunden bis nach Hause. In diesem Sinne, ihr kennt den kleinen Ratsch. Runge, Schriebe und abonnieren. Haut rein. Bis dann. Tschüss zusammen. Adios. Tschüss. Ich muss also so starten. Ich glaube, geht voll in die Hose. Ich dachte mir, ich mach das Video nochmal an. Komm, bitte funktionier. Er macht alles kaputt. Gott! Ich lass das lieber. Nichts passiert, okay. Ich lass das lieber. Ist echt nichts passiert. Gut. Das lasse ich aber auf jeden Fall. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wheelie mit Vorderrad drin ist viel, viel einfacher. Ja, du bist es halt so gewohnt. Ne? Nee, ich meine vom Gewicht her. Du lehnst nach hinten, du kippst direkt nach hinten. Du lehnst dich ist ja kein kurz, Gewicht da. Ja, und dann lehnst du dich ganz kurz nach vorne, bam, direkt Kraft runter. Das war's jetzt aber wirklich. Schußen. Oh, ist noch fast voll. Ach so, da sieht man das.